Jüllich, jüllich, sicher, Digga. Jüllich, jüllich, alles klar. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers hier auf The Nerd Army of Life mit dem Digi. Ja, guten Tag, hallo. Und mit mir, dem Dreh. Hallo. Ich habe hier quasi den Mount Everest des Mondes erklommen. Fühle mich jetzt wieder König der Welt und suche Digi. Du bist der König Akaniac. Ich bin. Du bist der König von Akaniac. Ich bin der König von Akaniac. Ja, wir sind auf der Suche nach Ressourcen und ich bin gerade. Ach, oh, scheiße. Ich wusste, ich habe was vergessen. Ja, das ist richtig. Habe ich das so zusammengesprochen gerade, dass ich gesagt habe, ich bin so scheiße? Oh Gott, bin ich doof, ey. Ach ja, ich bin scheiße. Irgendwie so, ja. Ja, Mensch. Dann habe ich es auch verdient, dass es so ist. Nee, ich habe eben ja Silber gefunden und war so blöd und habe da kein GPS gesetzt. Ich wollte noch sagen, irgendwie, macht da ein GPS-Signal und dachte in dem Augenblick, wo ich es gedacht habe, das klingt so scheiße, klugscheißerisch. Das Ding ist, ich habe selber dran gedacht, aber bin dann halt einfach weitergeflogen. Das ist so, ja, ich setze jetzt ein Jeep. Ja. Oh, ein Vogel. Ja, manchmal, ne? Ich weiß gerade nicht mal mehr, wo das Schiff ist. Ich bin so verloren. Ja, aber da habe ich ja jetzt ein GPS gesetzt und ich habe den sogar geschickt. Ja, den hast du mir geschickt, aber das ist doch... Das ist ganz... Jetzt habe ich die Dramatik... Jetzt habe ich Dramatik... Dramatik. Ja, das Ganze... Das Ganze... Abenteuer ist jetzt ja... Apropos Abenteuer, Indiana Jones 5, confirmed, 2019. Ja, mit Harrison Solo. Ja, der ist jetzt, ist er jetzt 77? Ist krass. Ja, so kann man das auch nennen. Ich weiß es nicht genau, was ich davon halten soll. Ich fand irgendwie Star Wars, da habe ich schon gedacht, so jetzt bei dem neuen, ne? Mhm. Das ist der erste Star Wars, wo ich den Untertitel schon vergessen habe. Das Erwachen der Macht? Ja. Da wieso weiß ich denn das und... Nee, egal. Ja. Scusi. Ich wusste es ja jetzt letztendlich auch. Ja. Und da habe ich mir schon gedacht, schön, dass du noch dabei warst. Das war knapp. Und jetzt will der Indiana Jones machen. Puh. Ja, vielleicht... Aber der ist dann wohl der Papa oder so. Bitte, bitte lass es so ein Film werden wie der Kristallschädel. Bitte. Das glaube ich nicht, weil George Lucas nicht mit an Bord ist und George Lucas wohl der Grund für Kristallschädel ist. Ja, er ist ja viel, er hat ja viel, also... Kannst du mir nochmal die GPS-Daten checken, die sind nicht angekommen. Und ich habe keine Energie mehr, ich habe Angst, ich sterbe. So? Da. Aber die müssten doch auch bei dir jetzt im Dings drin sein. Was heißt im Dings? Na, wenn du G drückst. Landeplatz Mond. Hey, ich hab ihn jetzt. Ich hab gerade geguckt, hab ihn nicht gefunden, aber jetzt hab ich ihn. Wie bin ich denn 3,5 Kilometer davon entfernt, Alter? Wie geht das denn? Vor allem bin ich in die falsche Richtung geflogen. Oh Gott. Hatte ich schon mal erwähnt, dass meine Orientierung wie eine Bratwurst oder Bockwurst ist? Also, ich habe die Orientierung einer Bockwurst. Okay. Meine Bockwurst zeigt ja immer zu den Mädels, ne? Ja. Also die Orientierung meiner, also quasi von meiner Spielfigur, die Bockwurst zeigt immer auf, naja, lassen wir das. Ich glaube, ich habe ein neues Herz gefunden. Ja. Ja, und Harrison Ford warst du, ne? Habe ich dich rüde unterbrochen, ja. Glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ich davon jetzt halten soll. Aber kein Hype, oder was? Also, mal schauen. Ja, schauen wir. Also, ich bin ehrlich gesagt da jetzt nicht so, dass da was wird. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass das was wird, sagen wir mal. Aber Indiana Jones, was bedeutet das für dich? Ja, das Kindheit, größte Filme. Größer als Star Wars? Gleich auf. Gleich auf, okay. Ich meine, ich bin selber persönlich, war ich immer mehr so Science-Fiction-Ding so. Hm. Aber ich fand Indiana Jones irgendwie, der Tempel des Todes, glaube ich, hieß der eine und der Kristallschädel hieß halt der andere großartige Film. Der beste Teil, wie die Kritiken sagen. Genau. Ja, war einfach genial. Zu einer Zeit, wo halt sowas noch neu war vielleicht auch. Hm. Heutzutage ist es ja einfach irgendwie, ja, da. Ich sehe den jungen Harrison Ford auch einfach gerne, finde ich. Also der, wenn man den sieht,
weiß man immer, okay, das wird jetzt abenteuerlich, unterhaltsam. Ja, aber er war ja auch anders. Also er war ja auch, er hat sich ja durchaus auch unterschieden von anderen Schauspielern, von seiner Attitüde auch, ne? Ja. Er war einfach, oder ist es ja auch immer noch. Also er ist halt ein Charakter. So. Entschuldigung, ich habe ganz gut in den Chat geguckt. Ja, ich bin auch gerade dabei. Beide gucken den Chat, absolute Pause. Das funktioniert immer gut, ja. Gut, dass wir keinen Podcast machen. Achso. Herr Kenny schreibt, Google sagt, ich habe recht, das ist nur auf das Plusquamperfekt bezogen. Schreibt er halt weiter. Aber warten wir, was Deber sagt, das stimmt dann bestimmt. Achso. Okay. Deber schreibt, Mist, war gerade nicht da, aber ich bin mir nicht sicher, dass Kenyak mit allem recht hat. Schreibt Kenyak, das. Damit kann ich nicht umgehen, Deber. Ich mag Kenyak Schreibe. Die ist. Er schreibt so, wie er sprechen würde, glaube ich. So. Also da fehlt natürlich der österreichische Akzent. Aber, ja, genau, schreib mal mit Akzent bitte. Aber so, ich mag das, wenn jemand so schreibt, dieses. Mit Punkten dazwischen und so. Und man kann es richtig lesen. Wie ja. Er redet so, das gefällt mir, finde ich gut. Oh, was denn? Frame Drops. Also ich habe 35, bin 5 über der PlayStation. Welcher? Der 4. Ich hab keine Ahnung. PlayStation 1 lief ja so mit 8 bis 10. Nee. Nein, aber ich habe neulich nochmal Kingsfield reingeschmissen und das ist schon echt hart. Da kriegst du echt, also da stottern die Augen quasi. Chat, wenn ihr was Dunkles unter mir seht und das ist nicht, egal, und Tod. Das ist nicht, dann sag mal bitte Stopp. Stopp vor 20 Sekunden. Ja, dann fliege ich halt wieder zurück. Ja, da war was. Was brauchen wir denn für einen Reaktor an Baumaterial eigentlich? Das Schlimmste ist Reaktorkomponente. Die sind relativ aufwendig. Und an Ressourcen brauchen wir. Und Uran brauchen wir noch. Ja, aber das ist davon. Also ich würde echt sagen, wir bauen einen ab und nehmen das Uran dann da raus. Oh, das war close, glaube ich. Das war close, sagt er, meine Fresse. Das ist. Ja, ich bin. Wie nennt man das? Metropolist? Nee. Ich bin ein Mensch. Nennt man das so? Ich weiß es auch nicht. Hermaphrodit, oder? Hermaphrodit? Nee, ich glaube, ich bin kein Hermann. Ich glaube, ich bin kein Hermann. Nickel! Yay! Super! Can I get a nickel back? Nochmal gemacht, den Jack, ja. Den Jack. Ah, es ist auch schon spät. Muss man auch mal sagen. Es ist auch schon spät. Ich habe heute 3 Stunden geschlafen. Oh, es geht da schon wieder los. Brauchst du noch ein bisschen Käse zu deinem Wein? Ja. Bitte, da hast du. Nillenkäse, ganz frisch. Nillen? Ich mag ja Lerdermann, ne? Sagtest du Lerdammer oder Nährdammer? Lerdammer. Okay. Am besten den Charakter. Heißt der, glaube ich. Ja, den mag ich auch gerne. So, wie viel bringt uns das jetzt ein? Nicht so wahnsinnig viel, ne? Aber ich mag auch den anderen gerne, den Charakter. Ja, mei, das ist so. Ich hab Nickel gefunden. Na, endlich mal. Ja, der Schnee kann auch weiß dunkel sein, sehe ich gerade. Diesen Schnee solltest du nicht essen. Der ist ja nicht gelb. Ja, aber gelb ist schon hart, aber dunkel ist, glaube ich, noch härter. Sogar wirklich dann, ja. Wahrscheinlich. Jetzt krieg ich Hunger. Toll. So eine Scheiße. Bei der Nushimir. Ah, ich glaube, ich fliege mal langsam nach Hause.
Der Verbrauch ist ja deutlich geringer geworden, ne? Vom Hydrogen. Jo. Ja, ein Glück. Sammle ich nicht. Ah, natürlich sammle ich nicht ein, wenn ich R drücke, du dummer Hund. Was kannst du eigentlich? Mit dem Schwanz wedeln. Das kann er, ne? Das kann er auch. Wieso kann ich stehen hier? Ja. Ich glaube, Wochenenden habe ich mich das auch schon gefragt. Wieso kann ich hier stehen? Hält mich hier jemand fest? Ja, ich hatte immer noch im Kopf, dass die Rakete ja so hochkant steht, aber das tut sie ja gar nicht. Ach so, meinst du das? Also. So, Freddy hat was geschrieben. Na, hau raus. Okay, um es hier etwas einfacher zu machen, in den meisten Kratern sind dunkle Stellen. Teilweise Fußballfeld groß, da solltest du mal ein paar mehr Probebohrungen machen und nicht nur eine. Der Leber schreibt, einmal die 104 für Grey, bitte. Oh Mann, das wäre aber wirklich mal geil, ey. Da hätte ich jetzt echt Bock drauf, obwohl... Hast du schon mal Sushi zum Frühstück gehabt? Ja. Echt? Klar. Dekadentes Schwein, du. Du hast das gut, hör mal. Aber ich glaube ich tatsächlich auch, aber vom Vortag dann. Vorabend. Oh. Und solange es nicht vor deiner Freundin ist. Das Sushi vom Vorabend. Ich höre ja ab und zu mal Podcasts, ne? Ne. Ja, ist ja. Nicht wahr. Der ist Wahnsinn, tatsächlich Alter. Wahr. Und es geht da. Und es geht in den Podcasts nicht immer nur um Filme und Spiele und so. Es geht auch um Pod. Aber ich glaube, ich habe von denen schon mal erzählt. Dieser Holländer, der Deutsche, der in Holland wohnt, und der Österreicher, der halt in Österreich wohnt, und die skypen und quatschen dann so ein bisschen. Und die haben ein Spiel, das nennt sich. Also die machen ein Spiel, das nennt sich Ping-Pong-Wichsen. Ich möchte ganz kurz mal das Niveau nämlich kurz festlegen, falls jemand Neues zuguckt. Herzschlag der Nachtstar. Hallo und tschüss. Ja, hallo. Nee, der Herzschlag kann damit um. Okay, pass auf, Ping-Pong-Wichsen. Gibt's Interesse, dass ich das kurz erkläre? Wenn du jetzt drauf wartest, dass der Chat antwortet, dann... Nee, eigentlich, dass du sagst, geht los. Ja, nee, also ich sowieso. Alles klar, kannst dich auch nicht gegen wehren, ne? Obwohl doch, du hast ja eine Mute... Jetzt hätte ich das so simulieren können, dass du mich quasi wegdrückst, aber okay. Das sind so zwei Typen, die sind so im, ich sag mal, die sind so Anfang 40 und Familienväter und so, und die schicken sich dann quasi Pornos gegenseitig zu und müssen dann dazu halt ihren Spaß haben. So, jetzt denkt man natürlich, ja und, was ist da dran jetzt so großartig? Das Ding ist, dass diese Pornos halt wirklich grenzwertig sind, was den guten Geschmack angeht. Jetzt kann man sagen, was haben Pornos mit gutem Geschmack zu tun? Aber was sie da so erzählen, was sie sich denn da so gegenseitig schicken, ist halt, also da wird einem schon beim Zuhören manchmal... Also verstehe es, so unwohl. Eine Art Uwe-Filme. Und ich rede nicht von Uwe Boll. Okay, ach du Scheiße. Ja, sowas in, ja... Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Sowas in die Richtung, genau. Aber dass du dann halt dazu auch wirklich dann, ne, du musst dann fertig werden mit dem Kram und dann schickst es deinem Gegenüber. Und der muss dann auch, und dann sucht der sich wieder was raus und schickt das und so. Und ich weiß nicht, warum sie das machen. Wahrscheinlich wegen dem Geld. Keine Ahnung. Damit so Spacken wie ich dranbleiben und zuhören. Aber das ist so, auf die Idee muss er halt erstmal kommen. Im wahrsten Sinne. Und ja, solche Podcasts höre ich. Ja. Nur mal, um meinen Geisteszustand irgendwie zu erklären. Das erklärt einiges, aber längst nicht alles. Längst nicht alles. Wenn jetzt Interesse, wieder erwartend irgendwie Interesse geweckt wurde, der Podcast heißt Happy Day Podcast. Oh, Happy Day. Oh, Happy Day. Ja. Wer ist denn er? Du Psych. Ja, ich wurde hier angesprochen.
Warte, ich habe freundlich geantwortet. So, nein, wieso bin ich denn tot? Aus Sicherheitsgründen. Ja. Echt Karma direkt, oder was? Du bist jetzt nicht gestorben. Sag bitte, du kannst hier wieder spawnen. Nee. Ja, komm. Komm, hör auf. Die taucht doch bitte auf. Das ist ja cool. What? Aha. Oh. Nein, doch. Besser nicht. Was denn? Man sieht jetzt irgendwie, jetzt, wo man spawnen wird. Man sieht, wo man spawnen wird? Wird, ja. Mh. Das ist ja super gemacht. Das finde ich gut. Ich bin jetzt wieder in der Basis. Und es fällt gerade ein Stein runter. Achso, also bist, okay, also hier auf dem Mond, okay. Ja, also ich dachte, ja, ich habe eigentlich gerade irgendwie, ich bin gestorben, weil ich habe irgendwie den Jetpack abgestellt, weil ich irgendwie dachte, ich bin irgendwie 3 Meter oder so über dem Boden und dann bin ich gestorben. Ich weiß jetzt nicht warum. So, der Chat. Der Chat. Mhm. Einmal die, genau, okay, schreibt Jucken, Hunger, 104. Das wird immer schlimmer. Herrschaft der Nacht sagt, hi, ich schau mal ein bisschen vorbei. Haben wir schon guten Tag gesagt? Nee, ne? Guten Tag, Herrschaft der Nacht. Beim Herzschlag der Nacht könnt ihr übrigens auch mal vorbeigucken. Der streamt auch regelmäßiger sogar als wir. Und ja, auch besser. Und auch an bessere, viel bessere Spiele. Könnt ihr gerne mal reingucken. Auf und Twitch. Die Stimmen sind auch viel geiler. Von ja, denen. Und er hat Katzen. Ja. Und mit Facecam. Und mit ja, und Facecam mit Katze. Also gerne mal reingucken da. Ich glaube, der hat mittlerweile mehr Follower als wir. Und sowieso generell mehr Zuschauer auch. Aber wegen den Katzen. Hauptsächlich. Also er selbst ist sehr unsympathisch, aber seine Katzen machen es halt so. Und die Spiele, die er spielt. Ja, also eigentlich ist da irgendwie, alle sagen hallo Herzschlag und so. Hm, diese kennen ihn schon alle. Oh, ich habe mich auch mal kurz an den Bus gefasst. Hallo Herzschlag. Okay, ist noch da. Und dann schreibt der Freddy, Joel, jetzt bohrt er 3 Meter neben dem letzten Loch. Jetzt machst du es wieder verkehrt, ne? Wie du es machst, ist verkehrt. Nur unzufriedene Leute. Karma is a bitch. Ist sie wirklich. So, wollen wir mal gucken, ob ich jetzt irgendwie meinen Rucksack wiederfinde. Ist der nicht blau markiert auf der Karte? Ja. Oder haben die vielleicht die Hunde weggemacht? Ist da die 14 mittlerweile draußen? Wir haben doch schon Ende Februar. Body Location, ist das jetzt irgendwie... Das ist deine Leiche. Ja, und die ist 850 Meter weit entfernt. Dann ist das die auf Ameri. Nein, 850 Meter wäre ein bisschen, wenn das auf der Miri wäre. Ja, deswegen ist es witzig. Wenn ich das erklären muss, ist es nicht mehr witzig. Wenn du es erklären musst, war es auch vorher nicht witzig. Apropos nicht witzig, hast du den neuen Ghostbusters-Trailer gesehen? Ja. Okay, ich ahne, worauf das hinausläuft. Der ist halt nicht witzig. Doch, ein paar Sachen fand ich schon lustig. Ja? Ja. Zum Beispiel? Ja, ich habe jetzt kein Beispiel. Ja, weil das schon lange her ist, habe ich den gesehen. Ja, bei mir auch so ungefähr 20 Jahre. Ja. Also das ist jetzt ein großer Krater und ich bohre da jetzt 4-mal rein und wenn da nichts ist, Freddy, dann Krüger, Alter. Dann aber Krüger. Geil. Geil, warte, hier, High Five. Yeah. Alter, wieso haust du mich ins Gesicht? Ja, ich weiß auch nicht. Oh, nee. Ich freue mich schon auf unseren 24-Stunden-Stream, wo wir dann gemeinsam in einem Raum sitzen werden und so. Das wird lustig. Ja. Was? Hey, da oben steht Trey Deluxe. Ha, wieso... Wieso steht mein Name da über mir? Hier ist nix.
Nee. Hier gibt es keine Fische. Hashtag Erdschlag der Nacht schreibt. Hab mit zwei Freunden 7 Days Anfänger. Das ist ungefähr wie mit Minuten-Kotelett, ne? Ich hätte gerne 5 Minuten-Kotelett. Und ja. Dann kriegst du auf einmal so einen breiten Schinken dahin und denkst du, das krieg ich doch niemals in einer Minute durch. Ja. Und warum ist es nur 1? Ich wollte doch 5. Ja. Das, entschuldigen Sie, aber ich wollte doch 5 Minuten-Kotelett. Und der nickt nur, der Arsch. Na, so. Deswegen hier, Herr Schack der Nacht, hab mit zwei Freunden. Das ist ja auch witzig. Also es wird immer witziger, wenn du öfter losliest. Ich habe mit zwei Freunden 7 Days-Anfänger. Ne? So, Freitag und Samstag gestreamt. So ein bisschen aufwärmen für meine Alpha 14. Hab ja schon ewig nicht mehr 7 Days gezockt. War sehr lustig. Oh, Energy Low. Wenn ich dazu komme, ich habe ihn ja, ich follow ihn ja. Ob er das nun will oder nicht. Und dann kriege ich das ja angezeigt, wenn er mal was streamt. Und ab und zu gucke ich ja mal rein. Und bei 7 Days habe ich auch kurz reingeguckt und habe dann mich auch kurz gewundert, warum denn seine Katzen auf einmal sprechen können. Aber das erklärt, das erklärt jetzt, warum sie das konnten. Hast du hast dich in der Bahn. Kannst du retten wie ein Bhutan. Ei. Ei. Ja, hier ist nix. Dann lass uns doch zwinkern. Ja, dann zwinkern wir in den Sonnenuntergang. Auf dem Mond. Und ja, auf dem... Ja. Ja, ja. Schön, dass du da warst. Viel Spaß auf YouTube. Hier geht es weiter. Bald. Bald. Coming soon. Eine neue Folge. Wieder schauen, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.